21, Will der Mongol. 23, 24, Was, du bist nicht bei 24, Kev? 25. Doch, Im wirklich? Leben nicht, Doch, was? 6. Ich hab hier. Hundertprozentig, Tomek. Okay. 28. Ich bin total am Arsch jetzt. Komm. 30. Hallihallo, ihr Lieben, seid ganz herzlich willkommen zu einem weiteren Teil GTA Online Challenges. Wir sind hier am Start mit unserem Bro Tomek. Was geht ab? Yeah, Buddy! Herzlich willkommen, ihr Lieben. Es heißt heute wieder, ich sag mal, der beliebteste Modus, den ihr von uns kennt. Verstecken, ganz genau. Hide and Seek. Und so zwar ist auf es, einer Leute. Selbstgebauten Map. Tomek hat sich richtig Mühe gegeben und wir haben hier wirklich jetzt zwei Verstecken-Specials für euch, wovon ihr heute eins sehen werdet. Aber ich möchte einmal hier kurz erwähnen, wir werden hier auf dieser Seite spielen, die wir gleich zeigen werden. Da hinten seht ihr aber eine andere Map, eine wirklich noch nie dagewesene Verstecken-Map. Wenn ihr wollt, dass wir auf dieser hier spielen, schreibt es in die Kommentare und liked auf jeden Fall. Und aber, ihr könnt auf diesen Maps auch selber Verstecken spielen, denn das Ganze gibt es im Rockstar Social Club. Povrots Hide and Seek Nummer 1 heißt sie, glaube ich. Wenn ihr Povrot TV als Hashtag eingibt, findet ihr sie sowieso. Perfekt. Und ja, dann könnt ihr selber mit euren Freunden daddeln. Und wir müssen jetzt erstmal zum Checkpoint, denn dort ist, oder habe ich so vorgesehen, dort ist der Zählpunkt. Da kann man auch immer wieder entspannt respawnen. Das hört sich richtig gut an. Währenddessen wieder hinfahren, kann man ja einfach mal umranden, wie diese Verstecken-Map ausschaut. Verstecken auf einer selbstgebauten Insel sozusagen. Hier seht ihr schon, sind verschiedenste Elemente. Guck mal, auch viele so offene Container. Es sieht ehrlich gesagt so aus, als wäre hier so ein kleiner Hurricane lang gegangen oder so ein Tsunami. Das ist echt so. Und diese ganzen Sachen wurden hier so von wegen auf die Insel draufgespült. Finde ich eigentlich geil, Verstecken auf Tsunami-Insel. Denn hier hat man wirklich viele Möglichkeiten, sich zu verstecken. Und das macht es uns sehr viel einfacher. Deswegen vielen Dank, Tomek, dass du dir die Mühe gemacht hast. Jetzt können wir einfach in den einen Punkt fahren, den Tomek hier vorne schon geschildert hat. Also man darf auf der ganzen Insel sein. Und man muss einfach nur noch respawnen, wenn man sucht. Und dann da. Und genau, dann funktioniert und das Ganze super hier hinterm easy, mega Container geil. Wird dann gezählt, Chili Milli. Ja, ich muss sagen, hat mir auch richtig Spaß gemacht und ich habe auch gar nicht darauf geachtet, ob man jetzt gute Versteckmöglichkeiten hat, sondern einfach nur Elemente geballert, geballert, geballert. Babam. Und wir werden jetzt sehen. Guck mal, auch hier zum Beispiel, ne? Siehst du das? Ich habe extra diesen, damit warte, man hier warte, fußläufig hinkommt. Was? Ich habe keine Ahnung, ob da was geht. Das ist ja hundertprozentig deine 10 Minuten Chance gewesen. Kommt man da? Ah, Scheiße! Aber genau, also als einzige Regel, würde ich sagen, man muss schon alles zu Fuß erreichen können. Also nicht irgendwohin schwimmen. Kann man da hoch? Ja, Alter, Tomek, 100, das wären 10 Minuten gewesen. Alles klar. Das wären hundertprozentig 10 Minuten gewesen hier rein. Okay, Leute, für alle, die es noch nicht kennen, ihr werdet gleich einen Timer sehen. Es ist ganz wichtig, dass ihr euch, wenn ihr das feiert, dass ihr beide Videos, dass ihr beide Videos anschaut, denn ich werde das wegcutten, wenn Tomek sucht und er cuttet hauptsächlich das weg, wenn ich suche. Das heißt, da habt ihr die spannenden Momente. Ihr werdet trotzdem die Zeiten und Timer sehen. Wir suchen meistens zweimal, das heißt, es gibt zwei Runden nur suchen, dann wird später die Zeit zusammengezählt. Wer weniger gesamte Suchzeit hat, gewinnt die Verstecken-Challenge. Und wenn euch das gefällt, wie gesagt, Leute, ist es ganz wichtig, dass ihr uns positives Feedback da lasst oder einfach mal erzählt, was Phase ist. Guck mal, jetzt ist kein Problem, jetzt kann man Tomek auch einfach töten oder so. Ja. Er respawnt hier. Es ist super geil, also wir müssen nicht mehr ewig lang zu das nächste Motorrad zu dieser Location hätten Ja, perfekt. Okay. Also Xing Shang Shong, Standi und dann. Okay. Und dann geht's los. Ey, ich bin selber gespannt. Wie gesagt, ich habe auch nicht drauf. Ich hab nicht Bock. Vor allem, es sind viele offene Container und so. Man kann sich geil verstecken. Zum Beispiel auch, okay, warte mal, los geht's. Okay, okay, komm, los geht's. Xing Shang Shong. Stein. Stein auch. Komm nochmal. Xing Shang Shong. Stein. Schädel, Scheiße. Nein. Ich, komm, ich versteck mich zuerst. Da habe ich jetzt Bock drauf. Okay, Tomek versteckt sich zuerst. Ich. Ich laufe dreh mich einfach los. Hier so weg. Man sieht mein Gesicht, ich stehe dahinter. Und würde sagen, Augen zu, Leute. Achso, by the way, müssen wir HUD natürlich ausmachen. Stimmt. Das hatte ich jetzt das noch nicht. Das können wir gerne das auch machen. Das heißt, ihr seht, Radar und Anzeige ist aus. Man sieht wirklich gar nichts. Uns wurde sogar gesagt, man kann auch ausstellen, dass der Name aufblitzt, aber das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Genau. Das macht's ganz also ich habe ganz, ganz viele Tipps auch gelesen. Allerdings finde ich das echt okay, weil manchmal, wenn der Name nicht aufblitzen würde, würde man die Person niemals finden. So ist es. Und wir suchen natürlich zu Fuß, außer es sind Specials. Ich fange jetzt an zu zählen und sage 1, 2, so, kann drei, man diese ganze. 4. Kann man die ganze Insel überhaupt fußläufig erreichen?
Was ist das für ein Versteck? Yo. Habe ich schon mal was Interessantes gefunden, aber ich laufe trotzdem mal weiter. Oh shit, 13. 14, 15, ich habe gerade Kaffee getrunken. 16, 17, Alter, willst du mich 18, verarsche ich mich gerade selber. 19, 20, 21. Ey, scheiße. 22. Ich glaube, ich habe mich selbst verarscht. 23. Okay, YOLO-Modus, komm. 24. 25. 26. Komm einfach, 27, Kev. 28. 29. 30. Ich komme. Es wird gesucht. Der Timer scheiße, ist für euch ganz unten. Scheiße, ich finde, ich bin schlecht versteckt, ey. Zuallererst wird jetzt erstmal die 10-Minuten-Stelle abgesucht. Wenn er sich da hingestellt hätte, das wäre heftig gewesen. Nee, ich finde, ich bin schlecht versteckt. Also ey, ich schwimme da jetzt einfach rüber, kein Problem. So, hier ist er nicht. Also da ging er Nein! Okay. So. So, wer es nicht im Kopf hat, hat's. Nee, wie sagt man, wer es nicht in den Muskel hat, der hat's in den Beinen oder so? Weiß ja nicht. Ich weiß nur von Salat schrumpft der Bizeps. Ja, mehr weiß ich nicht. Das weiß ich auch, ja. Okay, Domek. Ich hab's schon richtig vermisst. Es geht die Sonne gerade unter. Oh, ist das ein schöner Sonnenuntergang? Wie, es geht die Sonne? Die geht auf. Ich hab morgens eingestellt, oder? Aha. Also, weil es wird ab und zu bemängelt, wenn. Alter, gibt's ja richtig viele verschiedene Verstecke. Da muss man ordentlich was absuchen. Kev ist auf dem ersten Platz, lol. Ja, das ist ja doof. Das ist doof. Ich hab's auch gerade gesehen. Leute, wir haben ein kleines Problem. Und zwar seht ihr jetzt ganz unten links in der Ecke, dass da steht, wer näher am nächsten Wegpunkt dran ist. Leider lässt sich das map-technisch nicht umsetzen, weil wir immer Position wechseln, wenn wir miteinander vorbeilaufen. Für euch sorgt das für zusätzliche Spannung, weil ihr dann denkt, oh Mist, da war er so nah dran. Für uns ist das doof, weil er spoilert. Deswegen gibt es einen ganz einfachen Fix. Ich habe hier mein Buch und ein Witcher-Original-Kartendeck genommen und werde genau unten die Ecken. Im Aufnahmeprogramm habe ich die Ecke jetzt sozusagen überdeckt. Und hier, ihr müsst uns jetzt einfach mal glauben oder wisst ihr was, ich nehme jetzt einfach die Webcam. Das heißt, ihr seht, da steht das Buch vor dem Bildschirm und hier steht das Witcher-Deck. Ihr müsst ja einfach nur glauben. Ich habe das Buch Anabole Diät bedeckt den Bildschirm und das andere ist ein Flyer für Hundeimpfung. Perfekt. So, Leute, das heißt, ich suche nochmal. Tomek darf sich verstecken. Jetzt wird gezählt. Die erste Runde habt ihr nicht gesehen, die war ein bisschen fail. Und ich würde sagen, es geht los. Warte, ich drehe mich. Ich bin ja ehrlich gesagt ganz froh, denn ich habe. Wer weiß, ob das Versteck gut oder nicht war, was mir aber nicht gefallen hat. Ich hatte keine vernünftige Vision. Drei. Und wenn du nichts siehst, macht es auch nur halb so viel Spaß. Und jetzt, ja, erkunde ich mal ein bisschen mehr die Insel. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ich muss mir gar nicht mehr die Augen zuhalten. Guck mal, weil ich einfach so mit der Ego-Perspektive weggucken kann. Mhm. 13. Ja. Also, das 14, ist ganz cool. Wir hoffen natürlich, euch gefällt das. 15. Dass ich was Eigenes 16, jetzt gemacht habe. Dass wir so 17, kreative neue Ideen 18, hier mit einstreuen. 19. Ja, und ganz ehrlich, Kev, ich bin versteckt. 21, okay, 1, 2, 3 und es geht los. So, ich muss immer wieder dieses, das ist das OP-Versteck. Ich muss dieses 10-Minuten-Versteck, das muss ich auschecken, denn wenn du dich hier verstecken solltest, das würde einem das Genick brechen. Aber kommt man da echt fußläufig hin? Ja, ich war doch fußläufig da. Ich hatte es schon geschafft. Da hinten irgendwo. Mich da in die Kante hinzustellen. Na komm, spring! Oh nein! Er fällt! Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe, Tomek hat sich einen Timer gestellt. Habe ich. Läuft schon. Denn ihr seht den live eingeblendet. Ich weiß von nix. So, und ich laufe jetzt erstmal. Man guckt ja automatisch, obwohl man es nicht will. Wer ist auf dem ersten Platz? Aber ich, auch wenn ich gucke, ich sehe jetzt nur mein Witcher-Kartendeck. Wo? Und ihr seht bestimmt, wann es um ist. Ist es jetzt schon umgesprungen, Freunde? Ich weiß es nicht. Geil. Tomek hat die Map natürlich gebaut. Einen kleinen Heimvorteil gibt's. Ja, vielleicht ein Minimal. Alter. Ich sag nur eins, der zu Fußparcours lässt grüßen. Lol, wie geil du die Container aufgestellt hast. Der hat mich an so eine dreckige... Ja, ich sehe schon mein Versteck. 10 Minuten incoming. Lol, ich weiß 10 nicht, Minuten ey. 100%ig incoming. Okay, da bin ich gespannt. Kannst du ja gleich versuchen. Ich glaube, dass hier 10 Minuten... Wow. Also, was hier schon echt eklig ist, es gibt so viele Container, dass man sogar auch sehr gut rumlaufen kann, ne? Ja, das stimmt. Also wirklich sehr, sehr viele. Will er damit Sachen. Sagen, dass er an den Containern steht? Oh oh. Alter Kev, ich muss so knödeln, ey. Alter. Jetzt muss ich 10 Minuten durchhalten.
Oder... LOL! Hier kann man sich auch verstecken! Oder ich trau mich aufs Übelste. Das ist ja das perfekte Weglaufversteck. Alter, shit. LOL, hier oben! Komm erstmal hier drauf, Alter. Ich verstecke mich so, dass du mich siehst. Ich bin so hibbelig. Ist das geil! Scheiße, ich muss auf Toilette. Ich versuche mich zu beeilen, weil so, so safe ist das Versteck dann doch nicht. Scheiße, Dominik haut ab. Geht beim Verstecken kacken, Leute. Das, da fühlt er sich wohl besonders sicher. Jetzt kriegen wir das aber hin, oder? Steht da, wo steht da, wo steht da? Muss ich mich beeilen, Freunde. Ja, falsche Richtung. Das kann keiner zählen, Alter. Das ist die richtige Richtung hier. Ich suche richtig. Komm schon, Dominik, wo bist du? Da hätte ich ihn eigentlich jetzt gerade erwartet. Ich hätte das irgendwie schon im Gefühl, dass ich sehr nah dran bin. Komm vorbei. Ey. No. Ach, guck mal, kann ich sogar geil klettern. Ich glaube, er hat mir eine falsche Fährte gegeben. Kann mir nicht vorstellen, dass er so offensichtlich in der Mitte steht. Leider steht er weiter außen. Wir müssen leise reden, sonst hört er uns. Da habe ich ihn! Ich dachte, vielleicht da wäre er. Ich glaube, es ist ein Angstmann. Vielleicht hört er das hier auf dem Pott und hat dann Angst. Komm schon, komm schon, komm schon! Nichts, falsche Richtung. Wo bist du? Ich bin schon da. Alter! Meine Hose. Null. Was, bist du mit offener Hose hierher gelaufen? Ja, Mann, Alter. Weil mein Versteck, also so, ja, so extrem versteckt. Ich sag mal so, ich habe das Gefühl, jetzt bin ich gespannt, ob es wirklich ein 10 Minuten versteckt. Also eigentlich, wenn man taktisch guckt, sich hin und her bewegt, ich glaube, man kann 10 Minuten schaffen. Die Insel ist dann doch recht groß, hat viele Container, aber... Boah, vor allem ist es richtig kacke, muss ich sagen. Das ist auf der Insel ein bisschen schlecht. Ich bin jetzt außerhalb der Insel und du kommst. Ich muss fast die halbe Insel rumlaufen, um wieder hochzukommen. Hm. Diese Wände sind so steil, okay. Ich kann da gar nicht hochlaufen. Aber das kannst du ja auch zu deinem Vorteil nutzen, ne? Ja, das stimmt. Wenn du dann eine gute Sicht hast. Das ist etwas ungünstig, damit habe ich nicht gerechnet. Komm, Junge! Kletter hoch! So. Hm. Wo steht der Glockbusti? Das wüsste ich gern. Oh mein Gott, ihr habt es bestimmt schon so häufig gesehen. Paraboom und da hinten. Überall stehen. Genau, und da seht ihr die andere Map, die wir dann irgendwann nochmal in Zukunft spielen. Und ich kann natürlich auch weitere Maps spawnen. Willst du mich verkackeiern? Das heißt, du siehst die Map. Wenn ihr sogar Lust habt, ganz ehrlich, ihr könnt ja auch eine Verstecken-Map für uns bauen. Ja, das könnt ihr machen, natürlich. Baut doch mal eine Map, schickt sie mir unter business@powertv.de, schreibt dann halt, also einmal den Link. Oder zuschauer@lpmitkev.de. Genau, also auf jeden Fall den Link müsst ihr schicken und am besten gleich in den Titel schreiben, dass es sich um eine Versteckung handelt, sonst übersieht man das leicht. Aber, ja, das geht. Mein Gott, Junge, du hast dich ja Zucker versteckt. Aber ich glaube, du wirst dich auch gleich Zucker verstecken. Habe ich irgendwie so das Gefühl. Hier gibt's echt ein paar. Oh nein, ich weiß ganz genau, wo Tomek ist. Ja, ist klar. Ich wette, er hat sich ganz hinten am Rand der Insel versteckt. Da warst du noch nicht? Nein. Lol. Und ich schnell, bin alles und schnell schon weg. Doppelt rumgelaufen, aber die Insel geht ja bis hier. Ey, wenn er da jetzt dahinter steckt. Nee, jetzt bin ich wieder weg. Ja, dann würde ich dich ja sehen. Nee. So groß ist diese Insel hier nicht. Ich schwimme. Komm schon, ich schwimme außen rum. Würdest du aber auch sehen, ne? Wenn ich schwimmen würde, ja klar. Ja. Es ist verboten zu schwimmen, da kommen die Haie und fressen dich. Alter, ey, das ist ja heftig. Also ganz ehrlich, das ist echt heftig, hätte ich gar nicht gedacht. So auf diesen ganzen Steinchen und allem, das ist richtig schwer. Vor allem dieses falsche Richtungsschild, das dir die ganze Zeit die Sicht blockiert, nervt auch so ein bisschen. Wo ist Tomek? Aber das ist, ich feiere die Map echt, ey. Steht in irgendeinem Busch drin, hundertprozentig, so wie ich dich kenne. Also in einem Busch stehe ich nicht. Eine Lüge. Habe ich entlarvt? Entlarvt. Eine ganz billige Lüge. Junge, wo ist dieser Goschen? Vor allen Dingen, der Goschen. Ich hab dich schon seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Seit circa 4 Minuten nicht mehr gesehen. Ach, erzähl mir doch keinen. Also nur, dass noch dreckige Lügen sind das. Alter, Junge, komm. Also das, ja, bis 10 Minuten werden, kann ich noch nicht sagen. Hast ja noch ein bisschen Zeit. Aber... Ansonsten, jetzt hätten wir noch 3 Minuten 30. Ey, ja, ey, serious?
Ich laufe einfach so entlang und er springt runter, GG. Ah, ich jetzt muss gesehen. Ich wieder die halbe Insel rumlaufen, ey. Kann man nicht wow. die Container irgendwie hochkommen? Nee, ne? Nee. Aber das kannst Vielleicht. Du ja gleich zu deinem Vorteil nutzen. Dann weißt du schon. Mal, nee, ich ja, das ist doof. Komm. Da muss nee, man wirklich. Durch. Man kommt hier nicht hoch. Nee. Ja, dann schwimm einen kleinen Weg irgendwie. Alter, nee, ich brauche 3 Minuten, um die Insel rumzukommen. Komm schon, kletter hier hoch, Junge, was ist los mit dir? Hoch jetzt, da! Yo, die 10 Minuten. Er kommt hier nicht hoch. Schreit oh, endlich, Mann. Alter, du mieser Wichser, so. Ey. Nein, sag mir nicht, du stehst einfach nur hier, Alter. Leute! Ciao! Nein. Ach du Scheiße! Ah, du musst dich aufrappeln, der Junge! Wow. Scheiße, wow. Da hat das er mich. Das gibt's doch nicht. Nicht schlecht, ne? Ich hatte da eine Megasicht, Alter. Und du hast alle meine Verstecke gesehen, wo ich gesagt habe, hier verstecke ich mich? Nee, also so weit dann nicht. Ein paar Sekunden später. 27, 28, 29, 30. Und starten. Hey, starte. Timer, hallo? Lol, ist mein Handy doof? Nein. Starte. Das glaube ich jetzt ja nicht. So, jetzt. Bap, 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 bap. Ich laufe. Oh mein Gott. Ich laufe. Hast du gut oder nicht gut? Schlechtestes Versteck der Welt. 30 Sekunden incoming. Du hast immer, ganz noch, den, ehrlich? Immer noch den versteckten Weltrekord. Oh, doch nicht. Okay, jetzt hat's geklappt. So, jetzt kann ich mir die Insel selber mal angucken. Es war richtig schwer, weil er sich nicht ducken wollte. Was, der will da nicht rein? Ah doch. Alter, das ist ganz ehrlich, hier reinzukommen. Eine Meisterleistung. Okay, ich bin aber schon mal froh, wenn ich dich dann sehe, sozusagen. Hä? Ich hoffe, dachte, das klappt nicht. Hier, ich dachte, man kommt hier gut hoch. Ah doch, komm. Dominik, weißt du was? Ich habe heute noch nicht gefrühstückt. Mach mal kurz Rührei, okay? Junge, Alter. Das wäre so geil, Alter, aber ich glaube mich nicht. So ein Frechdachs. Das wäre so geil. Kurz Rührei. Ich will jetzt Zwiebeln holen, jetzt will man Zwiebeln schneiden. Was für Rührei, ey. Aber ich weiß, ich habe gar keine Eier. Ich geh mal kurz nach Rewe. Wird ja immer besser hier mit dir. Warte, warte. Scheiße! Tot. Aber das ist ja gar nicht schlimm. Ich respawne ja. Du bist wirklich gestorben? Warte mal kurz gucken. Ja, Top Dominik hat Selbstmord begangen. Ich habe kurz das Witcher-Deck weggenommen. Scheiße, das kostet mich natürlich schön Zeit. Aber ich bin. Ey, hallo? Aber komm. So weit weg bin ich gar nicht von. Ups. Ups, ja klar, geh du dir mal Rührei machen. Ups! Machst du für mich noch welche mit? Ah! Oh, wie bin ich ein bisschen schläfrig, glaube ich. Hallo, du hast nur 10 Minuten Zeit, dann geht's weiter. Powernapping. So, wie sieht's hier aus? Aha. Ist es denn die ganze Zeit morgen, wenn man morgen einstellt? Nee. Die Zeit. Guck mal, aber jetzt ist immer noch morgen. Ich glaube, bei dieser, weil nicht so viel Zeit vergeht beim wieder. Fertig machen, glaube ich, ist es besser, wenn man Mittag einstellt. Alter Belli, bei dir muss ich ja hier, muss ich ja richtig. Ah ne, hier oben sind gar keine offenen Container, hast du mir da überlegt. Oder hier ist ein offener Container. Da ist er also, kleiner Bergsteiger. Krass, ey, ein paar Container sind echt cool gesetzt. Da sind die offenen Container, sind schon Zucker. Ja, kommst du da auch dran? Ah, das ist abgerutscht. Wie abgerutscht, ey, come on. Schade, das hätte blind klappen können, Alter. Wenn du wirklich abgerutscht wärst, hättest du gedacht, dass es confirmed, dass ich dich sehe. Das ist echt eine geile Taktik. Mhm. Heieiei, da ist er auf den Boden geklatscht. Ja, wenn es funktionieren würde. Da läuft er. So, was ist hier oben los? Kann man dich. Alter, wenn du hier versteckt bist, kann man dich da überhaupt sehen? Alter, ist aber auch. Sag mir nicht, du bist da jetzt irgendwie. Hallo, kann man da überhaupt hoch? Das ist doch bestimmt. Da bist du! Du Verdammter! Wie komme ich da jetzt hoch? Wie Frage! Komm, ja. Hopp! Hopp! Wie hopp? Nein! Alter! Lauf! Scheiße! Junge, was macht mein Typ? Lauf, Junge! Ey, Mann, er bleibt im Sand stecken. Junge, da läuft er richtig mies. Richtig schlecht. Ja. Junge, du hast... Nein, scheiße. Go on. Hallo, Kev.
Und... Was? Er kann da nicht rüberspringen! Was? Ich hab, wieso hab ich dich nicht getroffen? Kev, das ist nicht dein Ernst. Das ist nicht dein Ernst. Meiner hat dich nicht get... Du bist jetzt nicht weg. Hey, wo bist du? Yes! Nein! Scheiße! Fuh! Alto Belly! Oh. Aber da ich... Wenn du schon sowas sagst... Was? Ne? Wie lange war das, Tomek? Knapp 4 Minuten. Aber wieso konnte er hier nicht rüber... lol. Er kann da rüber klettern, er hat nur gebuggt. Guck, manchmal kann er rüber springen, manchmal meiner kann nicht, guck. Ich krieg's nicht hin. Ich hab's gerade geschafft, von der anderen Seite rüber zu springen. Ein paar Sekunden später. 21. Hä? 23, will der Mongo? 24. Was, du bist nicht bei 24, Kev? Doch, wirklich? Im Leben nicht, was? Doch, 6. Ich hab 100%ig, Tomek. Okay. 28. Ich bin total am Arsch jetzt, komm. 30, ich komme. Wie, Junge. Tomek, ich habe mit meinen Fingern gezählt vor der Webcam die ganze Zeit. Das werde ich mir nochmal, das werde ich mir nochmal auf den... Ja, musst du dir aber angucken, das cutte ich weg. So, jetzt werden erstmal die ganzen asozialen Verstecke abgeklappert hier. Wie frech. Alter, ich bin... Ey, Tomek, ey, ganz ehrlich, ich hab jetzt die Cojones und gucke mir das 10-Minuten-Versteck nicht an. Musst du auch nicht. Weil... ich hab da jetzt gerade keinen Bock drauf, Alter, wirklich nicht. LOL, da sehe ich ihn schon! Ich hab dich schon von der anderen Seite gesehen, du hast gar nicht nach hinten geguckt, ne? Doch, ich hab dich ja gesehen. Ich hab aber dich da kommt man nicht durch, scheiße. Ich hab dich da schon gesehen, ey. Ich komm hier nicht hoch. Ciao. Nein, er hat in die Luft geschlagen. Scheiße. Hat viel Zeit gekostet. Ich kriege dich. Oh, Shitty. Ich darf nicht abrutschen. Lauf, Boy! Lauf, ja! Dude! Lauf, Dude! Scheiße, Alto Belly, ey! Wie schnell! Junge, ich zähle jetzt auch von 1 bis 30 in 5 Sekunden. Okay, warte. Was zum Henker? Neue Runde beginnt. Das gefällt mir ehrlich gesagt, dass man hier so... das ist gut, das stimmt. Okay, bist du bereit? 1,26, for real? Was? Das war sogar schon mein zweites Mal verstecken. Nein, das zweite Mal war ein richtiger Fail. Okay, komm, ich zähle. 1. Hast du die Augen noch zu? 30, ich komme. Augen offen, hast du zu, hä? Nee, ich hab sie offen. Sehr gut. Ein paar Sekunden später. 19. Kannst kommen? Okay. Jetzt heißt es alles oder nichts. Ist so, Alter. Circa 5 minutes to go. Wenn ich, also circa, warte mal, 3. Ja doch, das kommt ungefähr hin. Das wird sich dann nur um wenige Sekunden halten. Ja, scheiße! Ich bin auch jetzt ein stummer Fisch. Blub. Sind das die richtigen Mindgames? Nee, ich bin high focused, ey. Wie, du schwimmst außen rum? Hatten wir nicht gesagt, dass man klettern soll? Hallo. Ihr habt noch gesagt, dass man klettern soll. Ja, aber ich hab doch gesagt, du kannst da, wenn du suchst, kannst du aus dem schwimmen. Ich hab mich da so geil in die Felsspante reingeklatscht. Scheiße, ich komm. Nein, ich komm. Was? Schwimm doch vernünftig, Junge. Du bist doch schon längst wieder weg. Oh, du bist doch schon längst wieder weg. Zum Glück ist die Insel richtig groß. Das kann nicht sein. Aber siehst du schon wieder. Ah, das war dieses. Ich hab's irgendwie geahnt, ey. Ich weiß nicht. Du hast es geahnt, dass ich so assi bin. Da hab ich dich gerochen. Ja, geht also. Hast du mich. Hab ich etwa gefurzt oder was vor Angst? Nee, aber ich hab's. Ich weiß. Irgendwie hab ich mir das genauso vorgestellt bei dir. Was? Er klettert nicht! Nein, wieso? Ey! Das gibt. Ey, ich will wenden und der fällt runter? Das kann. Du willst wenden vor allem. Ja, einmal halt. Einmal rum, ne? Ey! Bist du jetzt nicht. Das glaube ich doch schon wieder nicht. Ey, das ist ja wohl unlucky hier. Das ist richtig unlucky. Zweimal gefunden und zwei. Ja, jetzt weiß ich nicht mehr, wo du bist.
Ich weine gleich. Ich hab mich soeben teleportiert. Wie? Hast du dich umgebracht selber sozusagen, oder? Oh, oh, war das der entscheidende Tipp? Ja, come on, Alter. Hast du jetzt nicht wirklich umgebracht? Das war aber keine Absicht. LOL. Ist das geil? Das ist nicht geil. Da ist er. Jetzt sehe ich ihn natürlich. Hallo. Kennen Sie schon? Oh, er tötet mich. Ist das erlaubt? Das weiß ich nicht, aber war es doch erlaubt, sich zu teleportieren? Das weiß ich nicht. Hey, 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 hey. Schluck das. Schluck das. Und das hier. Oh. Ah. Alter, wieso stirbst du nicht? Weil ich mich verstecke. Ich kann doch nicht fünfmal auf deinen Kopf hämmern und... Du triffst mich doch gar nicht, wenn ich hier hinter bin. Ist das so? Zack. Zack. Komm schon. Viel Gas. Nein, aber du hast mich noch nicht geschlagen. Du hast die Challenge tatsächlich schon gewonnen. Unlucky. Das ist ja richtig fies, Tomek. Du hast mich noch nicht geschlagen. Komm mal auf mich zu, um mich zu schlagen. Komm mal zu mir. LOL. Und jetzt schlage ich deinen Leichnam, ey. Und? Weg. Was? Ist der Leichnam? Dein, hast du es gesehen? Dein Leichnam. Yo, alles klar, Freunde. Das sind jetzt 7:50, aber Käfer hat sich einfach. Ja, da hat er zweimal ein bisschen Glück gehabt. Da ist ihm der GTA-Gott zugute gekommen. Ein ganz klein wenig Glück gehabt. Das war aber eine richtig spannende und spaßige Folge. Und ich hoffe natürlich, euch hat es gefallen. Wir haben ein bisschen geschnitten. Checkt auch Tomek aus. Er hat sich viel Mühe gegeben, damit diese Map zu bauen. Wenn ihr mehr Verstecken haben wollt, dann sendet uns doch selber Maps ein oder schlagt uns Orte vor, wo wir das machen können. Beispielsweise absolut. Im Knast war ja eine Sache. Und ich wünsche euch einfach einen schönen Tag, Leute. Macht's gut, bleibt geil und bis dann und ciao. Ciao, Leute.